Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen zu diesem Web-Talk. Ich freue mich unglaublich, dass über 30 Personen trotz diesen Bedingungen, sage ich jetzt einmal, also trotz diesem attraktivsten Sommerwetters den Weg hierher gefunden haben, um sich mit uns über Frauen in der Erwachsenenbildung bzw. über Frauenbildung zu unterhalten. Mein Name ist Simone Müller und ich darf Sie sehr herzlich eben zu diesem Web-Talk noch einmal begrüßen und möchte noch den organisatorischen Hinweis vorab wiederholen. Dieser Web-Talk wird aufgezeichnet. Sie haben dem mit Ihrer Anmeldung zugestimmt. Der Chat wird allerdings nicht aufgezeichnet. Also alles, was im Chat passiert, wird auch im Chat bleiben und wird nicht sichtbar sein bei der Aufzeichnung. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann bleiben Sie bitte bis zum Schluss dabei. Sie bekommen dann am Ende die Möglichkeit, durch einen Mini-Fragebogen eine Teilnahmebestätigung zu erhalten. Ja, wie ich schon erwähnt habe und wie Sie bereits auch wissen, es geht um Frauenbildung. Wir haben dazu gleich 5 Frauen eingeladen, die über das Thema ins Gespräch kommen werden. Das sind Heidi Niederkofler, Kathi Hagenhofer, Katharina Ortner, Verena Sperk und Lisa Gensluckner, die sich dann gleich später auch noch selber ausführlich vorstellen werden. Mit einem Anlass für das Thema oder um das Thema eigentlich auf den Tisch zu bringen, ist neben der gesellschaftspolitischen Relevanz des Themas auch das heute online gegangene Magazin Erwachsenenbildung.at eben genau zu dem Thema, nämlich die Sichtbarkeit von Frauen in der Erwachsenenbildung. Und darin, in der Ausgabe 43, wird eben der Frage nachgegangen, warum und wie Frauen in der Erwachsenenbildung unsichtbar oder sichtbar sind und wie sie das werden können, also sichtbar oder unsichtbar und welche Dinge da mitspielen. Es gibt außerdem Porträts von bemerkenswerten Erwachsenenbildnerinnen. Es werden Bildungsprojekte vorgestellt und Bildungsinitiativen von und für Frauen. Und wenn Sie sich das näher anschauen möchten, Sie haben den Link da schon auf der Folie drauf. Und ich gebe ihn auch gerne noch einmal in den Chat. Da dürften Sie ihn jetzt auch schon finden. Heidi Niederkofler ist eine unserer Diskutantinnen und gleichzeitig ist sie aber auch Herausgeberin dieser Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung. Sie hat es mit Stefan Vater gemeinsam herausgegeben und sie wird später dann noch einmal genauer auf die Inhalte ein bisschen eingehen und da auch Diskussionsimpulse und Erfahrungen auch ableiten. Ja, jetzt habe ich sie eh schon sehr oft erwähnt, unsere Diskutantinnen, unsere Podiumsgäste. Ich würde euch bitten, euch jetzt kurz selbst vorzustellen. Beginnen wir vielleicht gleich mit dir, Heidi. Darf ich dich bitten? Gerne, gerne. Hallo. Ja, ich freue mich auch sehr, dass eben so viele den Weg hierher gefunden haben in diesen Diskussionsraum. Mein Name ist Niederkofler Heidi. Ich habe eben gemeinsam mit Steffen Vater das Vergnügen und die Freude gehabt, dieses Heft mit herauszugeben und eben Autorinnen quasi Texte, Autorinnen zu besprechen und eben von dem ausgehend auch diesen Web-Talk für heute zu konzipieren. Ganz kurz zu mir, ich bin Historikerin und war lang in der Wissenschaft quasi auch tätig, habe mich viel mit Geschichte der Frauenbewegungen beschäftigt und auch Geschlechterverhältnisse in der Politik und habe eben dazu einige Projekte eben gemacht. Ich war parallel dazu immer auch Bildungsarbeiterin, so sage ich im Titel, ganz gern, und zwar einerseits sowohl in selbstorganisierten und eben auch feministischen Zusammenhängen. Ich war zeitlang in der Frauenhetz tätig, kenne wahrscheinlich einige von Ihnen, habe mich in der feministischen Erwachsenenbildungswoche eben auch engagiert und war auch im Lila-Tipp sozusagen tätig als Aktivistin und auch als Beraterin. Das heißt, ich kenne das Thema der ehrenamtlichen und oft auch sehr prekären Arbeit in Bildungszusammenhängen von und für Frauen. Und ich bin aber auf der anderen Seite auch immer wieder sozusagen als Bildungsarbeiterin in der Lehre tätig und jetzt eben seit einigen Jahren auch in der Hochschuldidaktik. Das ist so zu mir. Ich habe da eben so 2 Zitate ausgewählt oder 2 Sprüche, wenn man so mag, oder Mottos, ja, die ich fein finde oder die wichtig sind für mich. Eben das eine, das erstere, das obere, Bildung sei Selbstermächtigung, das stammt ein bisschen aus, sozusagen aus dem Kontext meiner Beschäftigung mit Frauen,
Bewegungen, eben auch Bildungsbewegung in der Frauenbewegung oder in der feministischen Bewegung und hat eben auch biografische Hintergründe, wie so vieles im Leben sozusagen, ja. Und das Zweite sozusagen, das verweist auf Spivak, und es geht auch darum, eben für mich immer wieder eben die in das Wissen eingeschriebenen Machtverhältnisse quasi und ja, einfach zu hinterfragen und da sensibel zu bleiben sozusagen, ja, im Hinblick auch auf Veränderungen. Soweit zu mir, und ich bin sehr gespannt eben auf meine Diskutantinnen, ja. Dankeschön, Heidi. Kathi Hagenhofer, würdest du bitte anschließen? Ja, sehr gerne. Hallo, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Mein Name ist eben Katharina oder Kathi Hagenhofer, und ich bin seit Jahresbeginn Referentin für Bildungs- und Frauenarbeit in der ÖBV Via Campesina. Das ist die österreichische Berg- und KleinbäuerInnen-Vereinigung, die sich seit den 70er Jahren für die Rechte und die Anliegen von Klein- und Bergbäuerinnen eben in Österreich einsetzt. Kurz zu mir, ich komme selbst nicht aus der Landwirtschaft und habe nach der Schule mich aber sehr dafür interessiert, habe in diversen Betrieben mitgearbeitet und bin dann quasi bei den Agrarwissenschaften gelandet und schnell bei der Agrarsoziologie. Es ist vielleicht spannend auch in dem Kontext des heutigen Abends so zu wissen, als Frau, die sich interessiert für Landwirtschaft, aber nicht von einem Hof kommt, ist der Satz, den man am öftesten hört, ja, wenn du die Landwirtschaft willst, musst du einen Bauern heiraten. Ich habe das damals, also damit hat es quasi angefangen, so die Rollenbilder zu hinterfragen und zu schauen, okay, was ist eigentlich die Rolle von Bäuerinnen? Wie sind sie sichtbar in der Gesellschaft? Wie ist dieser Blick auch eingeschränkt? Genau. Mich hat es dann selber doch nicht in die Landwirtschaft, sondern in die Bildungsarbeit gezogen, und ich war auch lange aktiv zum Thema außerfamiliäre Hofnachfolge. Also wie können quasi Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, darin unterstützt werden, einzusteigen. Und genau, bin jetzt eben in der Bildungs- und Frauenarbeit bei der ÖBV gelandet. Ich habe es sehr schwer gefunden, ein Zitat zu finden, weil es so viele Gedanken zu diesem Thema gibt, aber ich finde es ganz schön als Ausdruck von dem, warum mir Bildungsarbeit liegt und taugt, und was auch so der Ansatz von der ÖBV ist, ist eben: Veränderung braucht Raum für Bewusstwerdung und Austausch, für das gemeinsame Weiterdenken und das einander bestärken und dann eben fürs Zusammenwirksamwerden. Also für mich ist Bildungsarbeit und so diese politische Veränderung und das gemeinsame Aktivwerden sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Genau, das ganz kurz zu mir, und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein, und bin schon ganz neugierig auf meine Mitdiskutantinnen und auf den gemeinsamen Austauschraum. Dankeschön. Ich danke dir. Katharina Ortner, darf ich dich bitten anzuschließen? Du bist noch stumm, Katharina? So. Ja, genau. Gut, ja, also mein Name ist Katharina Ortner. Ich bin in der Bildungs- und Beratungseinrichtung Frauen aus allen Ländern tätig, und ich freue mich auch sehr, dass wir uns heute da über feministische Bildungsarbeit austauschen können. Zu mir selber: Ich habe eigentlich Lehramt studiert, bin aber sehr früh in die Erwachsenenbildung gerutscht sozusagen und habe viele Jahre Deutsch als Zweitsprache und auch Basisbildung unterrichtet, und seit 2007 bin ich in der Einrichtung Frauen aus allen Ländern und dort auch seit 2008 in der Einrichtungsleitung von Frauen aus allen Ländern. Und ja, ich habe dieses Motto gewählt: Voneinander und miteinander lernen. Das ist eben das, das mir da als erstes eingefallen ist, was so meine oder unsere Haltung recht gut beschreibt in unserer Einrichtung. Einfach diese Haltung: wir sind Fragende und Lernende, und wir wissen eben viele Antworten nicht, und das macht die Sache natürlich spannend, und es ist einfach ein kontinuierlicher, ständiger Lernprozess, in dem wir uns auch eben in der Einrichtung, in der Programmplanung befinden. Und ja, das, denke ich mal, passt auch ganz gut zu dem heutigen Abend. Ich danke dir vielmals. Verena Sperg, würdest du bitte gleich anschließen?
Ja, hallo, ich bin auch sehr froh, dass oder freue mich auf die Diskussion heute mit euch über feministische Erwachsenenbildung. Mein Name ist Verena Sperg. Ich habe in Innsbruck Germanistik und Sprachwissenschaft studiert und bin seit 2012 in der Bildungs- und Beratungseinrichtung Frauen aus allen Ländern in Innsbruck tätig. Habe dort lange eben wie Katharina auch Deutsch als Zweitsprache unterrichtet, Basisbildung, Alphabetisierung. Bin jetzt auch am Institut für Erziehungswissenschaft im Bereich kritische Geschlechterforschung als wissenschaftliche Mitarbeiterin und eben jetzt im Moment bei Frauen aus allen Ländern Mitarbeiterin im Bildungsbereich in verschiedenen Projekten. Und ich habe eben jetzt als Motto oder kein Zitat, ein Motto eben zum Thema der Diskussion heute oder zu der aktuellen Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung formuliert: Frauenbildung macht nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar, weil ich denke, das ist auch das, was feministische Bildungsarbeit will, dass man nicht nur sichtbar wird in Gesellschaft, sondern dass man auch eben, dass Stimmen auch hörbar werden, dass in Gesellschaft, dass man auch Gesellschaft mitgestaltet. Also dass Bildungsarbeit eigentlich auch das Ziel hat, eben an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen mitzuwirken, also sich auch Gehör zu verschaffen. Genau, ja. Danke. Danke dir, Verena. Jetzt fehlt uns eigentlich nur mal Lisa Gensluckner. Lisa, darf ich dich auch um eine Vorstellung bitten? Ja, hallo von meiner Seite. Also ich freue mich auch sehr, mit dabei zu sein und auch auf die Diskussion. Mein Name ist Lisa Gensluckner. Ich arbeite in Innsbruck in einer feministischen Organisation beim Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, AEB. Also wer sich genauer über uns informieren will, findet viele Infos auf www.aeb.at. Also der AEB ist eine feministische Organisation und sehr eng mit der zweiten Frauenbewegung eben verknüpft. Und so zu mir als Person ganz kurz. Also ich habe Politikwissenschaft studiert und war dann eigentlich so gut wie fast immer im Bildungs- und Kulturbereich tätig. Und beim AEB, glaube ich, seit ungefähr circa 15 Jahren. Und im Moment arbeite ich auch in einem Forschungsprojekt an der Universität Innsbruck, ein Forschungsprojekt zu politischer Literalität in der Schule der Migrationsgesellschaft. Ja, eben das Motto, was ich ausgewählt habe, Feminismus for Everybody, ist ein Motto, das der IB auch auf diversen Buskarten abdruckt. Und eben also dieses Feminismus for Everybody ist eigentlich was Programmatisches und damit verbinden wir auch ganz viel Auftrag. Und eben, also das bedeutet für uns nicht nur, dass wir uns in der Bildungsarbeit an Frauen und Männer auch richten wollen, je nach Thema oder Anliegen, sondern es bedeutet auch sozusagen diese Herausforderung anzunehmen, dass man eine Brücke schlagen kann zwischen der feministischen Wissenschaft, verschiedenen Praxiserfahrungen und auch persönlichen Lebenserfahrungen von Frauen. Und es ist nicht sehr einfach, weil da braucht es immer viel Übersetzungsarbeit. Und deswegen probieren wir auch immer wieder, speziell auch mit unserer Zeitschrift, aber in den Veranstaltungen, ein Publikum anzusprechen, das jetzt nicht unbedingt akademisch gebildet ist. Und eben mit diesem Feminism for Everybody verbindet sie natürlich auch sozusagen irgendwie so eine Hoffnung, wie sie da im Manifest der 99% auch festgehalten ist. Also einfach auch sozusagen unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse zu berücksichtigen, nicht nur Sexismus, sondern auch Rassismus, Klassenverhältnisse, Behindertenfeindlichkeit und sie da zu öffnen. Und das ist natürlich nicht etwas, was sehr leicht zu haben ist, sondern wir sehen das auch als Auftrag. Vielen Dank, Lisa. Ja, ich darf mich bei euch allen bedanken für die Vorstellung. Ich freue mich schon sehr, sehr auf die Diskussion später. Bevor wir aber damit starten, würden wir auch gern was über Sie, also über unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen. Also es interessiert uns einerseits Ihr Hintergrund, der Sie hierher führt zu diesem Webtalk, und andererseits würden wir eben gerne mit Ihnen ein gemeinsames Bild zum Thema erarbeiten, sodass wir dann in den inhaltlichen Teil starten können. Dazu gibt es jetzt eine Umfrage, die meine Kollegin Karin Kulmer gleich teilt.
Und in der würden wir Ihnen, von Ihnen eben gerne wissen, Ihren Hintergrund, warum Sie beim Webtalk sind. Sie können da nur eine Antwortmöglichkeit auswählen. Wenn mehrere auf Sie zutreffen, dann nehmen Sie bitte die, die am meisten auf Sie zutrifft. Und wenn Sie sich gar nicht wiederfinden können, können Sie auch gerne in den Chat schreiben. Und wir sind gespannt, einfach zu hören. Und Sie beteiligen sich schon rege, das ist gut. Wir haben hier eine Mehrheit, die selbst Bildungsarbeit mit Frauen macht. Noch keine im Chat. Aha, den Bildungsfrauen-Podcast, genau. Jetzt haben schon 92% abgestimmt. 92%, ja genau, und 40% davon machen Selbstbildungsarbeit mit Frauen. 4% machen ein Studium in diese Richtung. 24% kommen dann aus dem Bildungsmanagement, speziell bei Bildungsprojekten oder Institutionen für Frauen. Oder 28% haben ein allgemeines Interesse an Frauenbildung. Sehr interessant für uns auch zu wissen, was so Ihr Hintergrund ist. Und vor diesem Hintergrund wäre es dann auch noch interessant, was Sie eigentlich mit dem Thema Frauenbildung verbinden. Und dazu wird Ihnen jetzt meine Kollegin einen Link in den Chat posten. Und wenn Sie den anklicken, dann kommen Sie zu einer Seite, wo Sie drei Begriffe eingeben können. Und wir bitten Sie einfach in drei Begriffe, die Ihnen so schnell einfallen, was Sie eben mit Frauenbildung verbinden. Also wirklich so, es kann spontan sein, Sie müssen nicht sehr viel darüber nachdenken. Und meine Kollegin wird dann den Bildschirm teilen und dann wird sich so eine Wortwolke vor uns ergeben, sodass wir einfach das visualisiert haben, was Sie alle verbinden. Sie müssen da können drei Begriffe eingeben und drücken dann auf Submit und dann sollte das eigentlich sichtbar sein. Genau, da kommt schon der Screenshare und hoffentlich bald Ihre, schon sehr viel da. Ich warte mal, bis sich das ein bisschen beruhigt, bevor ich da anfange zu lesen. Empowerment ist ganz groß, wird also auch am öftesten genannt. Empowerment, Ermächtigung, Emanzipation. Gleichsam die prekäre Arbeitssituation, die dann gleich aufgeworfen wird. Ich sehe jetzt ganz stark dieses Stärken durch Bildung, Unterstützen, Unabhängigkeit unterstützen. Die Intersektionalität kommt vor, also das, was auch Lisa Gensluckner gerade schon erwähnt hat. Also dieses gibt ja nicht nur Sexismus, sondern das ist auch verquickt mit anderen Dingen und anderen Benachteiligungen und anderen Diskriminierungen. Selbstbestimmung, Selbstwert stärken. Qualifizierung, Wissen ist Macht, Spaß beim Lernen, finanzielle Sicherheit, die prekären Arbeitsverhältnisse kommen dann auch noch, genau, noch einmal, die Kraft der Gruppe nutzen, da kommt noch einmal Empowerment, schlechte Bezahlung, also das ist durchaus ein Thema, das immer wieder bewegt. Ja, ich glaube, es sind lauter Punkte sozusagen, die jetzt auch zur Sprache kommen werden in dem inhaltlichen Teil, das uns einfach auch ein schönes Bild jetzt einmal gibt, was alles für Begrifflichkeiten rund um dieses Thema Frauenbildung herumschwirrt. Und ich glaube, das ist ein Bild, mit dem ich gut das Wort dann an Heidi Niederkofler übergeben kann. Ich mache noch ein ganz kurzes Kommentar zum Modus, wie es jetzt weiterlaufen wird. Heidi Niederkofler wird uns einen kurzen Input geben und wird dann eben zu den Themen, die Sie jetzt auch aufgeworfen haben und die eben auch schon, die auch im Vorfeld schon im Magazin irgendwie aufgeworfen wurden, werden jetzt dann einfach diskutiert am Podium. Ich werde mich dabei im Hintergrund halten, werde aber den Chat im Auge behalten. Und der Chat ist quasi auch der Ort, wo Sie sich einbringen können als Teilnehmerinnen. Sie können da Anmerkungen haben, Sie können diskutieren, Sie können Fragen stellen. Ich werde auf den Chat wirklich ganz genau schauen und werde das auch in die Diskussion einbringen. So,
Und jetzt übergebe ich dir das Wort, Heidi, und ich würde sagen, wir starten mit den Inhalten. Dankeschön, das mit den Blicken funktioniert, das sozusagen quasi, gell? Kann man sagen. Ja. Danke, vielen Dank für die Beteiligung bei der Umfrage und eben auch bei der Mentimeter-Umfrage. Vielleicht ganz kurz zu mir, also ich werde immer wieder auf den anderen Bildschirm auch schauen, damit ich den Chat auch ein bisschen Blick halten kann, also nur damit Sie wissen, ich schaue da nicht woanders hin, sondern nur auf den Chat so, ja. Ich möchte eben jetzt einen kurzen Input machen und da werde ich immer wieder auch auf Beiträge verweisen, die in dem Heft auch publiziert werden, das eben gerade heute herausgekommen ist, Magazin Erwachsenenbildung, weil ich das in einem guten Ort auch finde, um eben die Beiträge kurz einzubringen und die auch bekannt zu machen. Und zur Sprache vielleicht noch und zur Adressierung, wenn ich jetzt eben jetzt hier von Frauen spreche, würde ich jetzt gern so handhaben, zumindest was mich anlangt, dass ich eben darunter jene Personen auch verstehe, die sich eben da inkludiert fühlen. Genau, also der Webtalk heute, da haben mich lang mit mir quasi auch so innerlich gerungen, eben was ein guter Titel wäre. Jetzt ist der Titel quasi gewählt worden, der stammt nicht von mir, sondern eben hat eine andere Person vorgeschlagen, Frauenbildung vor dem Vorhang. Und ich stehe und stand diesem Titel ambivalent gegenüber, und zwar eben aufgrund der Tatsache, dass eben es leider immer noch so ist, dass quasi Frauenbildung etwas ist, das vor dem Vorhang geholt werden muss, weil es wohl lange Zeit oder immer noch sozusagen hinter dem Vorhang steht, neben oder unter der Bühne quasi zu finden ist. Ja. Und das ist eine Tatsache, die ich nach so vielen Jahren sozusagen einfach ernüchternd finde. So, daher kommt so ein bisschen meine Ambivalenz, aber es ist wohl auch eine Tatsache, die einen gewissen Realitätswert hat, ja. Und das verweist eben ein ganz deutlich auf gesellschaftliche Ungleichverhältnisse. Dieses Spannungsverhältnis, das thematisiert eben auch Lise Belosi im Eingangsartikel des Magazins Erwachsenenbildung. Und ich möchte an der Stelle, und das hat eben die Sabine Bertram selbst auch schon gemacht, quasi im Chat, auf den Podcast Bildungsfrauen verweisen, wo eben Sabine Bertram eben sich subtil gesetzt hat, Bildungsfrauen, also Frauen, die in der Bildung tätig sind, sie hat es genannt Bildungsgestalterinnen, die werden dort porträtiert, bekommen einen Rahmen, eine Öffentlichkeit und das finde ich einfach ein gutes Projekt auch. Ja. Auch wenn eben Frauen in vielen Bereichen der Erwachsenenbildung sozusagen die Mehrheit der Teilnehmerinnen stellen, aber auch eben der Lehrerinnen oft vielfach oder der Trainerinnen oder Administrierenden, stellt sich die Frage der Sichtbarkeit sozusagen auf vielen Ebenen. Ja. Und damit verknüpft ist, finde ich meiner Ansicht nach immer nach wie vor eben die des Kampfes um den Zugang zu Bildung sozusagen, das zieht sich sozusagen fort. Frauen sind in der Erwachsenenbildung vielfach eben als Teilnehmende sichtbar, also im ganz starken Ausmaß, ja. Allerdings eben oft in Bereichen, die nicht sehr hoch bewertet sind, ja. Diese Bewertung schwingt eben einerseits mit, dass der Zugang zu Bildung für Frauen bis in die jüngste Vergangenheit, und da spreche ich jetzt als Historikerin sozusagen, ja, eben gesetzlich reglementiert war, eben der Zugang zu Bildung, zur schulischen Bildung und zur höheren Bildung ist seit etwa 100 Jahren nicht mehr quasi prinzipiell geschlechtsspezifisch normiert, wenngleich zum Beispiel gewisse universitäre Fakultäten, aber auch Schultypen oder Fächer bis weit in die Zweite Republik hinein, also in Österreich gesehen jetzt, geschlechtsspezifisch ausgerichtet waren. Diese Bewertungen sozusagen, was sind irgendwie wertvolle quasi Bildungsinhalte und was weniger, das beinhaltet oft auch eben normative Vorstellungen über Geschlechterverhältnisse, Geschlechterrollen, ja. Und die halten, es ist eben zu beobachten, dass diese vielfach an einer natürlichen, unter Anführungszeichen, Differenz der Geschlechter festhalten und davon ausgehen und damit eben auch von geschlechtsspezifischen Lebens- und Arbeitsbereichen. Das ist bei ganz vielen sozusagen Zuschreibungen und auch konkreten in die Verhältnissen sichtbar. Eben in der beruflichen Bildung ist das ganz stark sozusagen der Fall. Ja. Bestimmte Bildungsbereiche können sozusagen allein aufgrund der Quantität als Frauenorte bezeichnet werden. Volkshochschulen sind das ganz stark.
die galten eben in der Zweiten Republik ganz stark als Bildungsraum für Frauen. Da ist der Anteil der Teilnehmerinnen quasi, also der Frauen unter den Teilnehmerinnen, wirklich eminent hoch. Bei Lehrenden sozusagen oder Trainerinnen oder Vermittlerinnen ist das bei weitem nicht der Fall und vor allem historisch nicht. Und da ist es uns gelungen, eben im Magazin Erwachsenenbildung ein paar sehr spannende Beiträge zu versammeln. Und zwar, ich nenne die ganz kurz einmal, also die sind quasi, die ersten zwei sind sozusagen in der ausgehenden Monarchie quasi von 1914, 1918 angesiedelt. Und zwar einmal vom Wilhelm Filler zu einer Kursleiterin im damaligen Volksheim, quasi historisch vorgezogen, Volkshochschule Otterkring, Amelia Sarah Livetus, eine sehr spannende Kursleiterin. Ein anderer Artikel wurde geschrieben von Brigitte Bischoff, die zu Naturwissenschaftlerinnen als Kursleiterin geforscht und geschrieben hat, eben auch vielfach am Volksheim, heute quasi Volkshochschule Otterkring, wo eben Naturwissenschaftlerinnen ein starkes Standbein hatten. Und wir konnten einen weiteren Artikel sozusagen abdrucken von Nicole Luthard zu einer Erwachsenenbilderin Ilse Veitsch, die in München quasi ein Radioprogramm für Frauen gestaltet hat nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 40er, 50er Jahren auch. Sehr spannend, was sie da herausgefunden hat. Die Erwachsenenbildung im Umfeld von Volkshochschulen ist oder war vielleicht in Nischen, aber dennoch quasi auch ein Raum für die Entwicklung und Erprobung einer Bildungsarbeit, die eben Teilnehmende insgesamt und nicht vordergründig oder in der Adressierung vor allem Männer in den Blick genommen hat. Die VHS und die Volkshochschulen waren eben demnach auch ein wichtiger Ort für feministische Bildungsarbeit, die auch ganz neue Formate und mit Ansätzen experimentiert und eingeführt und auch verbreitet hat. Ich möchte hier verweisen auf den Artikel der recht bekannten Florence Orvé, die einen Artikel verfasst hat im Magazin Erwachsenenbildung zur politischen Bildungsarbeit quasi von Frauen an Volkshochschulen. Sie hat sich auf Deutschland konzentriert in ihrem Artikel. Und ein weiterer Artikel möchte ich auch nennen, der auch abgedruckt wird, von Ursula Kubes-Hoffmann, die eben zum Rosa-Mai-Reder-Kolleg geschrieben hat, vielleicht kennen das einige von Ihnen, das eben an der Schnittstelle von Volkshochschulen und Universitäten entstanden ist und dort quasi einen Raum geschaffen hat. Ja. Heute findet die feministische Erwachsenenbildung vielfach im selbstorganisierten und im semi-institutionalisierten Bereich statt und ist entweder von Frauen in prekären Anstellungsverhältnissen oder gar ehrenamtlich getragen. Wichtige Zusammenhänge sind eben hier der Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, die eben auch schon genannt worden ist, wo eben auch eine quasi Aktivistin oder ja, Aktivistin, sage ich jetzt mal, quasi Lisa Genzelrucker heute hier im Podium sitzt, ja, oder im feministischen Erwachsenenbildung findet auch vielfach in Bildungseinrichtungen statt, die sich eben, also die eben mit und für MigrantInnen arbeiten. Ich möchte hier auf einige Beiträge im Heft verweisen, eben von Das Kollektiv über feministische Bildungsarbeit und Transformation. Dann von Lydia Rössler zu einem Projekt des Integrationshauses. Weiterer Artikel von Katrin Offeys zur intersektionalen Bildungsarbeit, wurde davor schon kurz genannt. Und ich möchte eben auch hier nochmal quasi auf den Beitrag von Verena Sperk und Katharina Ortner verweisen, die auch hier im Podium sitzen, die eben die Bildungsarbeit des Vereins Frauen aus allen Ländern vorstellen. Während eben Volkshochschulen auf verschiedenen Ebenen als starker Bildungsraum für Frauen gelten, ist etwa in der beruflichen Erwachsenenbildung, in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit zum Beispiel oder auch in der kommunalpolitischen Bildungsarbeit ein deutlich niedrigerer Anteil von Frauen zu verzeichnen. Es zeigt sich eben auch hier ganz stark, dass eben die Persistenz oder die Hartnäckigkeit, wenn man so mag, paternalistische Überlegungen eben zum Lernen von Frauen und zum Beispiel eben so quasi Aussprüche wie, was dürfen und was sollen Frauen lernen und was nicht, ja, was schadet ihrem natürlichen Wesen. Diese Persistenz dieser Sichtweisen lässt sich nicht so einfach aufheben.
Ich möchte hier an dieser Stelle eben auf die Artikel verweisen von Brigitte Kukowetz, Annette Sprung und Ute Sonnleitner zu Frauen in gewerkschaftlichen Weiterbildungsangeboten, die eben spannende Ergebnisse, die also empirische Forschung gemacht haben und auf spannende Ergebnisse verweisen können. Auf den Artikel von Franz Jenewein zu kommunalen Erwachsenenbildung und eben hier speziell für Frauen. Und auf einen Artikel zur Bildungsarbeit des Frauenarbeitskreis Wir Campesina, österreichische Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung, eben wo auch eine Vertreterin heute hier im Podium sitzt, Katharina Hagenhofer. Ja, die geschlechtsspezifische Verfassung der Gesellschaft, eben auch der Bildung eben leider, führt eben dazu, dass Frauen auf vielen Ebenen quasi eingeschränkt sind, aber was mir wichtig ist und was das Heft auf jeden Fall quasi auch, wie soll ich sagen, da, wo der Fokus drauf ist und was wir heute auch am Podium quasi stärken wollen, Frauen haben auf jeden Fall, feministische Konzepte haben definitiv Spuren hinterlassen, Sichtweisen verändert, andere Ansätze mehrheitsfähig gemacht, und ich finde diesen sollte Raum gemacht werden, diesen gilt es eben auch heute nachzugehen in dieser Diskussion. Und da freue ich mich jetzt eben darauf, eben gleich mit einer Frage starten zu können an meine Runde hier im Podium. Ich werde eben euch quasi nach der Reihe aufrufen, damit hier quasi keine Pausen entstehen. Ja. Und ich möchte gleich mit einer Frage eben starten über, ich sage es mal so, Sinn oder Notwendigkeit einer spezifischen Frauenbildungsarbeit. Ja. Eben, was euch alle sozusagen eint, diese drei Organisationen, die wir eben heute hier am Podium haben, drei Organisationen, vier Personen, so, ist, dass ihr Bildungsarbeit spezifisch für Frauen macht, ja. Und da ist eben meine Frage eben so als Einstieg auch mal gedacht, eben, was ist aus eurer Perspektive eher der Sinn und die Notwendigkeit eben dafür? Ich möchte eben gern mit Kathi Hagenhofer anfangen, ja, wie das für dich passt. Gerne. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die spannende Frage zur Einleitung. Genau, ich arbeite ja direkt für die Bäuerinnen, also mit den Bäuerinnen in unserem Verein, und ich finde, das ist sehr stark immer wieder in dieser Arbeit auch zu sehen, die mehrfache Betroffenheit von Frauen von diversen Benachteiligungen in unserer Gesellschaft, die, glaube ich, auch uns alle, die in diesem Bereich arbeiten, verbindet. Also diese Benachteiligungen sind einfach da, sind nach wie vor da, auch wenn sich natürlich auch schon viel getan hat. Und gerade diese Unsichtbarkeit, um die es auch heute geht, ist natürlich was gerade Frauen in der Landwirtschaft besonders betrifft, weil auch die Landwirtschaft schon so ein Bereich der Gesellschaft ist, der oft unsichtbar ist oder über den Menschen nur sehr wenig wissen oder ein sehr romantisiertes Bild davon haben. Und die Frauen sind sozusagen nochmal doppelt von dieser Unsichtbarkeit betroffen. Warum die spezifische Frauenbildungsarbeit aus meiner Sicht gerade in der ÖV so wichtig ist, ist, die ÖV ist ganz stark auf der Basis von Inspiration quasi von der Pädagogik der Unterdrückten nach Paulo Freire entstanden und von dieser Haltung auch ausgehend, dass es an den Betroffenen ist, quasi sich selbst zu organisieren und selbst auch Veränderung zu schaffen. Und da ist es natürlich besonders wichtig, auch die Räume dafür zu gestalten, oder das sehe ich so als die, oder sehen wir auch in der ÖBV als die Aufgabe von Frauenbildungsarbeit, ist eben die Räume zu schaffen, damit die Bäuerinnen in unserem Fall sich tatsächlich selbst organisieren können, sich über ihre Themen und ihre eben Benachteiligungen austauschen, aus dem heraus und aus dem Entdecken der eigenen Ressourcen heraus auf einer anderen Weise Veränderung schaffen können. So viel vielleicht mal fürs Erste. Okay, danke Katharina Hagenhofer. Eben spannend hier diese doppelte Unsichtbarkeit, die du da hervorhebst. Quasi einerseits von dem Arbeitsbereich quasi, also den ihr da auch organisiert oder mitorganisiert oder wo ihr Räume ermöglicht, einerseits eben auch diese klassisch gesellschaftliche quasi Benachteiligung von Frauen, also wo sich das irgendwie unglücklich mischt, sozusagen, ja, genau. Ich möchte jetzt eben zu Frauen aus allen Ländern kommen. Verena Sperr, Katharina Ortner, ich spreche euch einfach gemeinsam an. Okay, bitte was ist für euch die Notwendigkeit, der Sinn, wieso findet ihr Frauenbildungsarbeit so wichtig?
Wurde jetzt eh auch schon angesprochen. Also wir leben in einer Gesellschaft eben, wo es noch gesellschaftliche und politische Ungleichheit in Bezug auf Geschlechterverhältnisse gibt. Es ist Realität. Und solange das so ist, braucht es auch Bildungsräume, die sich eben den Anliegen und Zielen von Frauen widmen. Aber das betrifft natürlich auch Bildungsräume, also queere Bildungsräume, Bildungsräume für Transpersonen. Also solange gesellschaftliche Ungleichheit in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, Sexualität und so weiter besteht, braucht es einfach dieses Angebot, das sich eben diesen Anliegen von Geschlechtergerechtigkeit widmen. Ja, und da können wir vielleicht einfach auch noch ergänzen, für unsere Zielgruppe ist es einfach ganz essentiell, dass es spezielle Frauenräume gibt, weil man auf organisatorischer oder auch auf inhaltlicher Ebene viel besser auf die Anliegen und auf die Bedürfnisse oder Bedarfe der Frauen eingehen können. Also das heißt, die Rahmenbedingungen können so gestaltet werden, dass Frauen überhaupt gut teilnehmen können. Das fängt an, eben, dass Kinderbetreuung angeboten wird, dass die Kurszeiten so gelegt werden, dass die Frauen da auch gut kommen können. Aber auch von den Inhalten her natürlich, dass einfach die Inhalte danach ausgewählt werden können, welche Interessen die Frauen mitbringen. Sie können eben ihre Interessen artikulieren wir können darauf eingehen dann in der Programmgestaltung oder inhaltlichen Gestaltung. Und das sind alles Dinge, die einfach in gemischtgeschlechtlichen Gruppen so nicht möglich wären. Also insofern ist das sehr notwendig nach wie vor und sehr weit noch in die Zukunft wahrscheinlich hinein, dass es spezielle Frauenbildungsräume gibt. Und vielleicht, was uns da auch nochmal wichtig ist, wenn es eben diese speziellen Frauenbildungsräume gibt, dann ist es auch leichter, dass man eben nicht in so patriarchale Verhaltensmuster oder patriarchal geprägte Verhaltensmuster fällt, auch in den Kursen zum Beispiel. Wobei uns da wichtig ist zu betonen, dass das jetzt nicht nur für unsere Zielgruppe, also unsere Zielgruppe sind Frauen mit Migrations- oder Fluchterfahrung, gilt, sondern dass das ja in allen Lernangeboten vorhanden ist. Es ist genauso im universitären Bereich, dass sich vornehmlich oder mehr Männer zu Wort melden, sich öfter an Diskussionen in Seminaren beteiligen und ähnlich ist es ja auch dann im Bereich zum Beispiel Deutschkurse. Und uns ist eben wichtig, dass das nicht nur bei Migrantinnen oder Frauen mit Fluchterfahrung vorkommt, sondern schon einfach natürlich gesellschaftlich sehr breit verankert ist, diese Muster. Danke, Verena Sperg, Katharina Ordner, eben, also quasi auf die faktische gesellschaftliche Ungleichheit, quasi eine Reaktion, ein Umgang damit auch und ein bewusster eben auch emanzipatorisch, um andere Räume auch zu schaffen. Ja, ein Stückchen weit, so, das habe ich jetzt für mich so festgehalten mal, ja. Möchte zu dir kommen, Lisa Gensel-Luckner, Aktivistin, Koordinatorin quasi Bildungs- und Kulturbereich im AIP. Wie schaut das beim AIP auch aus, über die lange Gewordenheit quasi auch der Organisation? Ja, also eben jetzt ist schon sehr viel gesagt worden. Und ich denke, so in die Grundlinien unterscheiden wir uns da vom AIB nicht von dem, was jetzt schon auch zum Thema gemacht worden ist. Also so diese Frage Sinn und Notwendigkeit von Frauenbildungsarbeit, also die sozusagen liegt für uns oder für mich darin begründet, wie die Verhältnisse sind, also wie die Geschlechterverhältnisse auch sind. Also wir machen ja feministische Bildungsarbeit, da geht es immer um die Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Und jetzt kann man natürlich schon argumentieren, es hat sich in der Sache der Frauen sehr viel getan. Und es ist auch sehr wichtig, das in den Blick zu nehmen. Und ich finde diese Formulierung von Ute Gerhardt in diesem Zusammenhang immer sehr passend. Also es gibt wirklich sehr viele Errungenschaften. Also die dürfen wir als Frauen nicht aus den Augen verlieren, wenn man bedenkt, dass diese Familienrechtsreform erst 1979 abgeschlossen war. Also es gibt so unglaublich viele Errungenschaften und gleichzeitig gibt es aber so viele unerledigte Anliegen.
eben wenn man zum Beispiel anschaut, oder diese Einkommensunterschiede, eben also diese Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist über 100 Jahre alt. Oder wenn man sie anschaut, die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik, also eben das Frauenwahlrecht ist mittlerweile auch schon mehr als 100 Jahre alt in Österreich. Also es gibt so dermaßen viele unerledigte Anliegen und auch diese Geschlechterordnung, wie sie im Alltag wirksam wird mit diesen konservativen, traditionellen Rollenbilder, die auch zum Beispiel heute in der Berufswahlentscheidung von Mädchen eine große Rolle spielen. Und solange diese Verhältnisse so sind, wie sie sind, ergibt sie für uns einfach diese Notwendigkeit, feministische Bildungsarbeit zu machen. Und natürlich irgendwie steckt da schon auch was dahinter, was man auch anders sehen kann, nämlich sowas wie ein wirklich emphatisches Bildungsverständnis. Also wir gehen schon davon aus, dass Bildung enorm wichtig ist und dass Bildung auch eben an der Veränderung der Gesellschaft sehr viel bewirken kann. Also auch in Richtung Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse. Und eben sozusagen, wie ich schon gesagt habe, also solange die Verhältnisse so sind, braucht es einfach feministische Bildungsarbeit. Und eben was vielleicht so in unserer Geschichte von der Organisation ganz interessant ist, ist sozusagen irgendwie, weil wir sprechen ja heute über Frauenbildungsarbeit. Und es hat so unterschiedliche Phasen gegeben, wo sozusagen unsere Zielgruppen nicht immer nur ausschließlich Frauen waren. Also das war viel in der Anfangsphase in den 1970er Jahren. Und es ist im letzten Jahrzehnt auch wieder vermehrt Thema geworden, dass wir uns mit unserer Bildungsarbeit auch an Männer richten. Also auch dieser Slogan Feminism is for everybody hat auch damit zu tun. Also wir haben zum Beispiel einmal so eine dreiteilige Tagung organisiert zu kritischer Männlichkeitsforschung und Männlichkeitskonstruktionen. Also die war sehr gut besucht und die war sehr intensiv und es ist um theoretische und praktische Aspekte gegangen, weil wir gehen schon grundsätzlich davon aus, dass die Frauensache oder wenn man es mal so salopp spricht, die Frauenfrage ist nicht nur die Angelegenheit von Frauen. Also Männer haben ja auch irgendwie in dieser Geschlechterordnung eine privilegierte Position zumindest, also das kann man nicht so allgemein sprechen, das ist mir schon klar. Aber trotzdem sozusagen gibt es da auch eine Verantwortung von jedem Menschen in dieser Gesellschaft, die Geschlechterverhältnisse zu demokratisieren. Ja, eben, also das merke ich bei uns, dass das im letzten Jahrzehnt da wieder präsenter geworden ist. Und wir haben zum Beispiel viele unserer Angebote, also zum Beispiel die öffentliche AIB-Frauenbibliothek oder auch die Bildungsveranstaltungen oder die Bildungs- und Kulturveranstaltungen, die richten sich an alle Geschlechter. Aber interessanterweise verirren sich nur sehr selten Männer zu uns. Und eben, also wir haben dann einmal auch sogar in einem alternativen Programmkino in Innsbruck so eine Werbeschiene gemacht, die gezielt Männer anspricht. Also wir finden das schon einen wichtigen Teil sozusagen. Also eben, da gibt es so eine Verschiebung auch in der Frauenbildungsarbeit. Ja. Lisa, danke schön. du bist jetzt schon ein bisschen so quasi in die Strategien und Technik, will ich mal so sagen, der Bildungsarbeit des AIP gegangen. Ja. Ich möchte noch ein bisschen nachhaken, wenn das in Ordnung ist. Genau, und vielleicht nochmal zur Vollständigkeit eben Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft, das ist rauskrieg, hat sich 1973, 1974 in Innsbruck gegründet, eben eine sehr lang bestehende quasi Frauenverein und ist von dem her klar historisch in der zweiten Frauenbewegung auch verortet. Und vielleicht nochmal zur Konturierung eben das Bildungsverständnis der zweiten Frauenbewegung, so wie ich das jetzt auch mitgenommen habe, eben von dem Gesagten, ja, ist das im AIB eben auch so, ist eben auch stark geprägt oder ist und war geprägt eben von Einbeziehung persönlicher Erfahrungen, Bewusstseinsarbeit, eben Stichwort Selbsterfahrungsgruppen sozusagen, so und eben auch Partizipation. Und da eben schließe ich jetzt meine Frage an dich, Lisa Gensluckner, nochmal an, eben das Bildungsverständnis AIB ist so ganz kurz charakterisiert, so eben würde ich auch mal so kurz benennen, da gibt es eben auch durchaus eben sehr ein großes Nahverhältnis zum Konzept oder zu dem Verständnis der zweiten Frauenbewegung. Was erachtest du dabei als besonders wertvoll und aktuell immer noch wichtig und wie zeigt sich das in
der Wahl der Formate. Ein bisschen was hast du schon gesprochen über die Formate, die ihr so wählt und auch so schon so angeteasert, dass sich die auch ein bisschen verändert haben immer wieder. Ja? Also da sind wir gespannt, mehr davon zu hören. Wir hören dich nicht. Entschuldigung. Also ich habe das jetzt schon mehrfach angesprochen, dass wir halt einfach immer von dieser Perspektive ausgehen, dass wir die Macht- und Herrschaftsverhältnisse mit bedenken müssen. Und aus dem heraus ergibt sich natürlich auch so ein spezifisches Bildungsverständnis. Und das ist einerseits persönlich, aber andererseits auch politisch ausgerichtet. Und so deine Frage war ja jetzt einmal gezielt, was ist für mich da oder für uns besonders wertvoll an diesem Bildungsverständnis oder was erachten wir als besonders wichtig? Da möchte ich vielleicht einen Aspekt besonders hervorheben. Also wir machen Bildungsarbeit eben, aber gleichzeitig sozusagen geht es uns da total viel auch um die sozusagen schon auch um diese individuelle Bildung einer einzigen Person oder einzelner Personen, aber es geht uns auch sozusagen um kollektive Praxis, die daran anschließen könnte. Also das ist ein bisschen so, wie du, Katharina, das vorher benannt hast, dieser Anschluss an das Bildungsverständnis von Paulo Freire. Und eben also, das ist für uns was sehr Wichtiges und das ist was, was sozusagen unser Naheverhältnis zur zweiten Frauenbewegung bis heute eigentlich auch charakterisiert. Und um das ein bisschen plastischer zu beschreiben, was das bedeutet, also wir machen eben nicht nur unterschiedliche Bildungsangebote, sondern der IB ist auch ein Ort, der seit der Beginn der 1970er Jahre durchgängig bis zum heutigen Tag sie immer politisch einbringt. Also es vergeht kein 8. März, kein internationaler Frauentag und kein internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen, wo wir nicht in irgendeiner Form uns mitbeteiligen oder selber was initiieren. Eben, oder zum Beispiel irgendwie, wir haben im Jahr 2014 haben wir eine ganz schöne Initiative gesetzt, die existiert bis heute. Irgendwie, also wir haben festgestellt, dass es sehr wenig Verbindung gibt in so einer kleinen Stadt wie Innsbruck zwischen Frauen mit Migrationsgeschichten und Frauen ohne Migrationsgeschichten, die sie politisch organisieren. Und dann haben wir einen einmaligen Diskussionsabend zu dieser Problematik gestaltet. Und aus dem heraus ist dann eine Frauenvernetzungsgruppe entstanden. Also ich habe die selber aufgebaut mit der Diaria Nonato und 4 Jahre koordiniert. Und die ist bis heute sehr politisch aktiv. Also eben zu ganz unterschiedlichen Themen, ob es jetzt um Femizide geht oder eben um die Symboltage. Oder eben also zum Frauenvolksbegehren, also eine ganze Bandbreite. Und eben was uns einfach auch wichtig ist, ist für Frauen, die unsere Angebote in Anspruch nehmen, auch diese Möglichkeit zu bieten, dass man sie politisch beteiligen kann. Und eben also und diese politische Beteiligung, die kann dann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Was weiß ich, also in der Frauenvernetzungsgruppe zum Beispiel hat sich so eine schöne Tradition entwickelt, dass man Demo-Werkstätten macht. Und diese Demo-Werkstätten, da kommen halt dann ganz unterschiedliche Frauen zusammen. Die einen schreiben einen Pressetext, die anderen diskutieren über die Slogans, die man auf die Transparente schreibt, wieder andere nähen irgendwas. Also das ist dann sehr unterschiedlich. Und eben, also das ist so eine Möglichkeit, wo man sie dann auch sozusagen nicht nur persönlich fortbildet, sondern auch sozusagen ins politische Handeln kommen kann, wenn man das will. Und das ist eben für uns ganz wichtig. Und ich finde, das macht sozusagen einen Teil dessen aus, warum Organisationen wie wir auch für die Gesellschaft auch wichtig sind. Weil wenn man sich das vorstellen würde, irgendwie, es ist der internationale Frauentag und es ist still und leise in Österreich oder weltweit. Also das würde was bedeuten. Aber dass das nicht so ist und kein Jahr so ist, das heißt da immer, dass viele Frauen sich da engagieren, eben, also sie sichtbar und hörbar machen mit öffentlichen Aktionen. Und eben, und das ist so ein wichtiger Teil von uns. Also das sind schon sehr getrennte Bereiche, aber sie haben alle was miteinander zu tun. Und das, finde ich, macht sozusagen irgendwie auch einen großen Wert aus. Danke, Lisa Gensluckner, IB. Ich finde, also mir ist es ja schon deutlich geworden, eben so sowohl die Ansätze wie auch die
Verschränkung der unterschiedlichen Bereiche, die ihr als Organisation quasi habt, ja, so, also eben durchaus eben Bildungsarbeit auf unterschiedlichen Niveaus. Ich finde auch wirklich sehr spannend, dass ihr da schon, mir scheint sehr, 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 wie soll ich sagen, immer wieder sehr überlegt, wer ist eure Zielgruppe, ja, so, und das nicht von vornherein klar ist und gar kein nicht mehr reflektiert wird, sagen wir es mal so, ja, sondern dass es immer wieder ein Thema ist, so, und dass ihr es quasi schafft, von dieser Bildungspraxis her immer wieder auch die Verknüpfung und Verbindung sozusagen zur Politik zu machen. Das finde ich, das wurde jetzt sehr schön deutlich hier und sichtbar. Ja. Ich komme weiter zur ÖBV Via Campesina, Katharina Hagenhofer, ich wende mich an dich. Ja. Du hast eben in deiner Wortmeldung davor schon so ein bisschen erwähnt, dass eure Bildungsarbeit, eure Bildungspraxis eben auf Paulo Freire eben fußt oder darauf aufbaut und eben da eben sehr, ja, auch quasi eine wichtige Motivation, ein wichtiger Motor eben auch ist, ja. Kannst du konkret schildern, wie eben diese emanzipatorische Bildungspraxis jetzt für Frauen oder mit Kleinbäuerinnen, Bergbäuerinnen ausschaut und auch eben wieder so ein paar Formate oder Themen nennen, um das plastisch zu machen? Ja, sehr gerne. Vielleicht um noch kurz so den historischen Kontext dazu zu geben. Die ÖBV ist spannenderweise um dieselbe Zeit circa wie AIP auch gegründet worden, 1974, und wurde von Männern gegründet, oder als bäuerliche Organisation. Und schon 4 Jahre später hat sich der Frauenarbeitskreis gegründet, um sich eben mit den spezifischen Anliegen und Themen der Frauen dezidiert auseinanderzusetzen und sich eben für Selbst- und Mitbestimmung auf allen Ebenen und aber auch Solidarität mit Bäuerinnen in anderen Ländern einzusetzen. Und es wurde schon sehr früh quasi gemeinsam mit der Bildungsreferentin der ÖBV von den Bäuerinnen wurde ein Bildungskonzept entwickelt, die Bildungsspirale, die auch in unserem Artikel in der Zeitschrift in mehr Detail zu finden ist, aber wo es im Grunde eben einen sich wiederholenden Ablauf von Schritten gibt, wo der ganz allererste und wichtigste Schritt ist, Abstand vom Alltag gewinnen zu können, was natürlich, glaube ich, generell für Frauen ein wichtiges Thema ist und gerade für die Bäuerinnen, die oft sehr mehrfach belastet sind auf den Höfen, wirklich wegzukommen, Abstand gewinnen zu können und mit anderen gemeinsam in einen Austausch zu treten, um Zusammenhänge erkennen zu können, ein bisschen noch so diese kritische Distanz zur eigenen Betroffenheit zu gewinnen und genau, sich mit den Themen, also es geht bei uns dann halt oft zum Beispiel um Agrarpolitik, wie könnten wir Einkommen sichern auf den Höfen, Fragen der sozialen Absicherung, aber auch natürlich ökologische Fragen, die Klimakrise. Wir sehen ja ganz oft auch, dass zum Beispiel Umweltverantwortung auch feminisiert oder eben auf Frauen abgeschoben wird oder etwas ist, was besonders die Frauen einbringen. Aber auch natürlich so Themen wie Verteilung von Sorgearbeit auf den Höfen, dass quasi zu diesen Themen man sich auch inhaltlich auseinandersetzt und die eigenen Ressourcen darin entwickelt. Und da ist es bei der ÖBV, glaube ich, auch was ganz Besonderes, dass es oft in der Schwere, die es doch auch bringt mit all diesen Themen, ein humorvoller Zugang sehr wichtig ist. Es darf gesungen werden, es darf Kabarett gespielt werden, es darf sehr kreativ gestaltet werden. Auch wenn es jetzt um politische Aktionen geht. Und in diesem Raum zum Ausprobieren und kreativ werden, auch ernst genommen zu werden, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt von dieser Arbeit. Und ja, empathisches Miteinander umgehen und quasi dieses, ja, überhaupt sich in einem Raum quasi so ausdrücken zu können, wie es vielleicht in anderen Lebensrealitäten gar nicht so oft möglich ist. Und aus dem heraus dann mit diesem Bewusstsein für die eigenen Ressourcen, die dabei zutage treten, dann auch sich zu organisieren, sei es jetzt in Regionalgruppen, wie wir sie haben, sei es im Frauenarbeitskreis selber, sei es zu spezifischen Anliegen, zum Beispiel Saatgut ist ja auch ein Thema, das ganz stark von den Frauen behandelt wird. Und genau, sich zu organisieren und gemeinsam Veränderungen zu erwirken, also diesen Schritt auch an die Öffentlichkeit zu machen. Aber auch natürlich am eigenen Hof und im eigenen Umfeld, im eigenen Leben diese Veränderung zu bewirken aus dem heraus. Konkrete Formate, also der Frauenarbeitskreis, den es jetzt eben seit den 70ern gibt in der ÖBV und wo auch die Beteiligung sehr unterschiedlich ist. Also es gibt welche, die das quasi
durchgehend mitgetragen haben, sehr intensiv. Es gibt welche, die phasenweise dabei sind. Es gibt Bäuerinnen, die eher mal reinschnuppern oder zu einzelnen Veranstaltungen kommen. Und dieser Frauenarbeitskreis trifft sich mehrmals im Jahr, um eben genau diesen Austauschraum einerseits zu haben und andererseits Aktivitäten zu planen. Aktivitäten sind dann zum Beispiel Workshops zu verschiedenen inhaltlichen Themen oder auch das jährliche Frauenseminar, das heuer zum Beispiel zum Thema Kooperationen stattfindet oder Gemeinschaftelhuberinnen, wie wir es genannt haben, wo es einfach darum geht, dass gerade Frauen ja oft auch die sind, die, ja, die sich um die Kooperationen zwischen Betrieben oder innerhalb von Betrieben kümmern, die vielleicht neue Konzepte reinbringen, gerade auch, also sei es in durchs Einheiraten auf einen Betrieb, wo man mit neuen Ideen hinkommt oder bei außerfamiliären Hofnachfolgen oder quasi Neugründungen von Betrieben. Und wo Frauen auch oft die sind, die die Betriebe diversifizieren oder zum Beispiel Verarbeitungsschritte oder Veredelung von Produkten einbringen, die Vermarktung oft übernehmen, wo es ganz viel Potenzial gibt für Kooperationen und noch sehr wenig auch rechtliche Rahmenbedingungen oft für bestimmte innovative Formen. Genau, also das, deshalb ist es, und das Thema Kooperationen ist jetzt zum Beispiel inhaltlich bei uns sehr stark dabei, ein paar Veranstaltungen, ist aber einfach aus dem Austausch im Frauenarbeitskreis entstanden, dass wir da jetzt den Fokus drauf legen. Außerdem haben wir eine jährliche Bäuerinnenwanderung, die auch ganz wichtig ist für das einfach Zusammenkommen und eben auch diesen Abstand vom Alltag. Dann haben wir, also die BV hat auch eine Zeitschrift, die fünfmal im Jahr rauskommt, die Wege für eine bäuerliche Zukunft, und einmal im Jahr gibt es eine Frauenausgabe, die auch von einer Arbeitsgruppe innerhalb vom Frauenarbeitskreis gestaltet wird. Auch quasi die Themen, die gerade da sind im Frauenarbeitskreis, einfach aufnimmt und dazu Autorinnen sammelt und genau verschiedene Perspektiven zusammenbringt. Und ich glaube, das ist echt nicht zu unterschätzen, diese Arbeit des Dinge ins Wort bringens oder ja, Sprachrohre zu finden für die eigenen Themen. Und dann, wie vorhin schon kurz erwähnt, gibt es eben auch eine Kabarettgruppe zum Beispiel, die eben diesen humorvollen Zugang besonders gut vertritt und die Verhältnisse auf den Höfen und in der Agrarpolitik genau quasi vors Publikum bringt. Das sind ein paar Beispiele für konkrete Formate. Ich schaue noch mal, ob ich jetzt noch was vergessen habe, was ich zu dem Punkt unbedingt sagen wollte. Aber ich glaube, für den Moment, genau. Passt das. Danke dir. Danke, Katharina Hagenhofer. Ich bin ein bisschen abgelenkt durch den Chat gewesen. Tut mir leid. Ich finde, es ist sehr schön sichtbar geworden, oder zumindest für mich sehr schön sichtbar geworden, ebenso die unterschiedlichen quasi Techniken, die ihr da entwickelt und angewendet habt, um die Distanz zum Alltag herzustellen. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend und eben auch, also da gibt es viel Praxis, quasi lang gewordene, also Geschichte gewordene Praxis. Das finde ich schön und auch spannend, ebenso zum vielleicht dort und da übernehmen auch. Ja, ebenso, also sind, also Formate, die oft praktischer sind sozusagen, als es in bestimmten Bildungskontexten oft oder als ich es kenne, sagen wir es mal so, ja, genau. Und das finde ich interessant und spannend, eben auch zum andere Wege finden, zum andere Dinge, wie hast du es gesagt, ins Wort bringen sozusagen, das finde ich schön. Danke. Last but not least, quasi mit dieser Frage eben auch des Bildungskonzeptes und der Format und der Themen aus Frauen in allen Ländern, Katharina Ordner und Verena Sperg eben. Mein Wissen speist sich jetzt quasi ein bisschen aus von der Homepage und von dem Artikel, den ihr für das Magazin Erwachsenenbildung auch verfasst habt. Ihr bezieht euch ja in eurer Bildungsarbeit eben auch auf die im Zuge der zweiten Frauenbewegung entwickelten Konzepte. Geht aber eben auch sozusagen drüber hinaus, das habt ihr ja schon angedeutet, und das eben so die Bitte, das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, ebenso, welche weiteren Ansätze noch prägend sind für eure Arbeit und eben auch, wenn es möglich ist, das auch wieder ein Beispiel von ganz konkreten Themen und Formaten deutlich zu machen. Danke.
Okay, ja. Ja, also so der Bezug zu zweiten oder Bildungskonzepten der zweiten Frauenbewegung ist bei uns natürlich auch relevant. Also einfach von dem Bildungsbegriff, den wir haben, oder auf die Konzepte, die wir uns stützen, also feministisch emanzipatorische Bildungsansätze. Das heißt also, das betrifft Dinge wie eben Parteilichkeit für Frauen. Das heißt, dass wir dass die Interessen und Anliegen unserer Teilnehmerinnen im Vordergrund stehen und wir sie da auch in Bezug auf ihre Ziele unterstützen. Dann aber auch andere, also jetzt in Bezug jetzt auf Lernformate, auch eben die Teilnehmerinnenorientierung. Das heißt, dass man sich an den Interessen und Zielen der Teilnehmerinnen insofern auch orientiert, wie welche Inhalte in den Kursen relevant sind. Das kann sein. Für viele ist zum Beispiel sehr wichtig, Themen wie Arztbesuch, dass man dort einfach sich selbst bestimmt auch ausdrücken kann, gutes Verständnis hat, Dinge eben auch ansprechen kann, einfordern kann. Also, dass man sich an den Themen orientiert, die Lernerinnen und Teilnehmerinnen auch einbringen. Weiterer Aspekt wäre eben da auch die Selbstbestimmung bei der Themenwahl und Lernformen, dass man wir versuchen bei den Kursen auch immer zu Beginn mit den Frauen herauszufinden, was sind Themen, die Frauen beschäftigen, die sie gern besprechen möchten, wo sie die sprachlichen Mittel haben wollen. Genau, also und das wenn man jetzt auch nochmal drüber nachdenkt, was jetzt so konkrete Bildungsangebote sind, die wir haben, die auch an die zweite, an Bildungsangebote der zweiten Frauenbewegung erinnern sind. Wir haben sehr offene, also Konversationsgruppen, in denen es eben genau darum geht, auch über persönliche Lebenssituationen sich auszutauschen, über also da Gemeinsamkeiten, Unterschiede sich auszutauschen und die auch in Bezug zu bringen mit gesellschaftlichen Verhältnissen und Herrschafts-Machtverhältnisse zu thematisieren und sozusagen da auch über Dinge wie Sexismus, Rassismus zu sprechen und das auch eben in diesen persönlichen Erfahrungen und Lebenssituationen auch wiederzufinden. Also dass man da diesen Bezug zu gesellschaftlichen Bedingungen gemeinsam erarbeitet, diskutiert und sich Wissen aneignet, aber auch eben sozusagen Handlungsspielräume auslotet. Das bedeutet eben auch natürlich auf der Ebene von uns Mitarbeiterinnen, dass man dass wir jetzt als Unterrichtende in Alphabetisierungskursen, Deutsch als Zweitsprachenkurse, auch, also nicht nur sozusagen fachliches Wissen mitbringen, wie jetzt deutsche Grammatik funktioniert oder wie Lesen und Schreiben funktioniert, sondern es hat ganz viel auch mit, also bei uns, also Unterricht hat viel mit, oder unser Verständnis von Unterrichten hat viel mit einer Haltung auch zu tun, die man mitbringt. Also eben das selbstreflexive Prozesse für uns wichtig sind, dass man sich damit auseinandersetzt im Team auch, wie man selbst in gewisse, gesellschaftlich positioniert ist, in Machtverhältnisse verstrickt ist. Also
gerade wenn man bedenkt, ich bin österreichische Staatsbürgerin, habe weiße Hautfarbe, also habe dadurch Zugang zu gewissen gesellschaftlichen Ressourcen, bin keinen rassistischen Strukturen ausgesetzt und so weiter. Das sind Dinge, die wir auch als Unterrichtende reflektieren müssen, wenn wir und diskutieren müssen, wenn wir sozusagen in den Kursen arbeiten. Aber ich denke auch, was in unserem Bildungskonzept oder Bildungsverständnis auch wichtig ist, dass es geht nicht nur um Verwertbarkeit von Bildung. Also es sollte nicht nur darum gehen, dass man dann fit für den Arbeitsmarkt gemacht wird, in Bezug jetzt auf Deutschkenntnisse, sondern viele Teilnehmerinnen von Alphabetisierungskursen, also Kursen, wo man im Lesen, Schreiben erwirbt, sind auch schon höheren Alters, also könnten auch schon in Pension gehen. Also die nehmen an diesen Kursen teil, um sozusagen eigene Handlungsspielräume zu erweitern, sozusagen auch zu haben an Gesellschaft. Also ich erinnere mich jetzt an eine Teilnehmerin von mir, die einfach, für die das sehr wichtig war, ihre eigene Mobilität auszubauen. Und wenn es das ist, dass sie sozusagen Informationen sich in ihr Notizbuch aufschreiben kann, die sie dann zu anderen Stellen mitnehmen kann und dass diese Dinge auch selber zu erledigen. Also, dass man da das ist Selbstermächtigung, ist ja auch genannt worden eingangs, war ganz groß Empowerment. Also das sind diese Dinge, ich denke, die aus diesen feministisch emanzipatorischen Bildungsansätzen kommen. Genau, ich würde jetzt noch an die Katharina weitergeben. Ja, danke Verena. Schon einmal da vielleicht auch nochmal ergänzend, einfach auch die ganzheitliche Sicht auf die Lebenssituation der Frauen. Das heißt, wir verfolgen in unserer Einrichtung da auch bei den Angeboten so einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir werden Bildungsangebote durchgeführt, aber eben gleichzeitig auch Beratung und Kinderbetreuung. Also es sind so diese drei Bereiche, die ineinander greifen und die wirklich besonders wichtig für die Bewältigung des Alltags unserer Zielgruppe sind. Und das ist für uns schon noch einmal besonders wichtig, weil wir sind da in Tirol die einzige Einrichtung, die eben diesen ganzheitlichen Ansatz anbietet und diese drei Bereiche vor Ort in einem Haus sozusagen anbietet. Weil das sind einfach also strukturelle Rahmenbedingungen, die ganz viel ausmachen. Weil, wie gesagt, diese Bereiche greifen ja ineinander. Also wenn eine Teilnehmerin in einer einfach viel zu engen Wohnung lebt und überhaupt keinen Platz hat zum Lernen, nachher wirkt sich das natürlich auf ihren Lernprozess aus. Und da ist wichtig, dass man eben diese gesamte Lebensrealität anschauen kann und da Unterstützung anbietet. Oder ganz gleich auch bei der Kinderbetreuung, wo wir eben auch versuchen zu unterstützen, wenn eine Frau einen Kindergartenplatz für ihr Kind sucht, weil auch das beeinflusst den Lernprozess zum Beispiel oder auch die Möglichkeit überhaupt, in den Erwerbsprozess einzusteigen oder solche Dinge. Also diese ganzheitliche Sicht, denke ich mal, die ist ein wichtiger Ansatz bei uns. Und ansonsten, eben neben dem feministisch-emanzipatorischen Ansatz, spielen bei uns auch Ansätze so aus der Bildungsarbeit im migrationsgesellschaftlichen Kontext eine große Rolle. Das ist das, was die Verena eh auch schon angesprochen hat, Machtverhältnisse, Frage der Repräsentation auch von Migrantinnen. Und da ist uns eben auch wichtig, diese Selbstreflexion und auch die selbstkritische Haltung. Was bedeutet das? In welchen Machtverhältnissen sind wir auch in unserer Einrichtung, dadurch, dass wir eben, wie die Verena gesagt hat, privilegiert sind, weiß sind? Und da ist uns wichtig, da auch eben Reflexionsräume zu eröffnen oder möglich zu machen, auch für die Mitarbeiterinnen. Aber eben auch diese Benachteiligungen oder Strukturen auch in den Kursen mit unseren Klientinnen und Teilnehmerinnen anzusprechen. Das heißt, zum Beispiel auch zu erklären, was sind denn eigentlich Bedingungen, die den Lernprozess beeinflussen und warum, also
quasi darzustellen, es ist kein individuelles Versagen, wenn es nicht möglich ist, innerhalb von einem Jahr Deutsch und Lese- und Schreibkompetenz zu erwerben und dann eine Prüfung zu bestehen. Also das sind einfach Rahmenbedingungen, das ist nicht möglich in der Zeit. Und das ist uns ganz wichtig, den Frauen das auch zu erklären. Das ist nicht ihr individuelles Verschulden, sondern das sind strukturelle Benachteiligungen. Und so gesehen eben verstehen wir unsere Bildungsarbeit als auch politisch dann in dem Sinn, dass wir versuchen eben von dieser individuellen Ebene das auf eine strukturelle oder gesamtgesellschaftliche Ebene zu heben. Ja, so in etwa. Also es könnte jetzt noch lang drüber reden natürlich, aber ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, so zu unseren Ansätzen. Ja, herzlichen Dank. Eben, ich habe auch das Gefühl, die Zeit wird zu knapp, gell? So, oder ist einfach knapp. Eben. Ich finde es auch sehr spannend, eben so, ihr habt es wieder nochmal andere Sachen angesprochen. Das finde ich sehr spannend eben auch. Also, ich greife nur ein bisschen was heraus, sozusagen eben, ich würde ja auch formulieren, dass ihr eben auch so Bildungsarbeit als intersektional versteht und da eben auch durchaus sehr vielfältige Perspektiven sozusagen auf die Personen haben. Ich finde es sehr spannend, dass wir dich herausgreifen, dass ihr eben die Mitarbeiterinnen quasi eingebracht habt und eben die Haltung als einen wichtigen Punkt sozusagen da auch erwähnt habt, so die Selbstreflexion stark herausgestrichen habt, eben auch auf eben die eigene Positionierung und eben was passiert da in der Interaktion auch jeweils. Ich greife das so ein bisschen auf, sozusagen, was ihr jetzt so formuliert habt, eben, also eben die Haltung, das Engagement sozusagen, die Leidenschaft dahinter, hinter dem, was da eben jetzt alle drei Organisationen als alle vier Diskutantinnen eben auch so mitbringt, ja. Und das ist eben etwas auch, was so Frauenbildungsarbeit, feministische Bildungsarbeit oft kennzeichnet, dass da ganz viel Engagement, Leidenschaft, eben Wollen auch dahinter ist, ja. Und dass da eben wenig auf der, also quasi wenig, wie sagen, finanzielle Sicherheit aufgegeben ist, ja, dass vielfach die Arbeit im prekären Rahmen stattfindet, teils ist sie ehrenamtlich getragen, ja, also ich blicke in bestimmte Richtungen, jetzt hier konkret das AIP, wahrscheinlich vielfach, würde ich mal vermuten, ja, genau so, ja. Teils ist es eben institutionalisiert oder auf Projektbasis, dann nehme ich an, Frauen aus allen Ländern immer wieder mal und ÖBV nehme ich auch an zum Teil, ja genau. Wie geht es ihr da als Organisationen, eben als Projekte damit um, dass es wenig Planungssicherheit gibt, ein großes Bedürfnis eben nach dieser Art der Tätigkeit auch sozusagen, eben dieses starke Engagement der Mitarbeiterinnen, diese Leidenschaft dahinter, zwischen dem auch, dass da ganz wenig oft an Sicherheit geboten werden kann, ja. Wie geht es ihr damit um und was wären da in euren Augen auch so wichtige Verbesserungsschritte? Und angesichts der Zeit, ja, ich habe das im Blick sozusagen, ja, vielleicht wirklich nur kurz ein, zwei Minuten pro Einrichtung und ich fange jetzt quasi bei Frauen aus allen Ländern an, dann ÖBV und dann AIP, damit ihr euch orientieren könnt, ja? Ja, also das ist bei uns ein großes Thema natürlich. Die Arbeitsverhältnisse, die teilweise prekären Situationen unserer Mitarbeiterinnen, weil eben unser Bereich vor allem über Projekte finanziert wird. Also Projekte und vielleicht nur zur Begriffsklärung, das sind Angebote, die, die bei Ausschreibungen eingereicht werden und dann, wenn man den Zuschlag bekommt, kann man ein Projekt durchführen innerhalb eines gewissen zeitlichen Rahmens. Bei uns sind das sind großteils EU-Projekte, die eben mit nationalen Kofinanzierungen gestützt werden. Und das bedeutet aber, dass eben Angebote dann auf dieser Projektbasis oft nur über ein bis zwei Jahre sicher finanziert werden. Danach läuft eben so ein Projekt aus. Man weiß danach nicht, gibt es ein Folgeprojekt oder gibt es eine ähnliche Möglichkeit, das Angebot
über anderes Projekt weiter zu finanzieren. Und das führt einfach zu sehr viel Planungsunsicherheit, und zwar auf allen Ebenen. Also Planungsunsicherheit in Bezug auf das Angebot, aber Planungsunsicherheit natürlich auch im Bereich des Personals, der Mitarbeiterinnen, dass sie auch dann eben immer mit dieser Unsicherheit leben müssen. Habe ich im nächsten Jahr noch meine Stunden oder müssen die reduziert werden? Es sind dann meistens auch sehr knappe Fristen. Das heißt, man kann wirklich nicht längerfristig planen, sondern am Jahresende ist oft noch ziemlich unklar, wie viele Projekte man im nächsten, im Folgejahr tatsächlich durchführen kann und wie hoch das Budget ist. Und das ist einfach in unserem Bereich eigentlich ein sehr großes Problem und eine sehr große Herausforderung. Wenn wir versuchen, jetzt dem entgegenzuwirken, indem wir einfach sehr viele verschiedene Projekte durchführen und jede Mitarbeiterin bei uns ist in mehreren Projekten angestellt, dadurch schaffen wir es doch, relative Stabilität zu erreichen und eine relative Sicherheit den Mitarbeiterinnen zu bieten und auch diese Angebote stabil zu halten. Das bedeutet aber auch einen enormen Stress einfach, weil man immer wieder schauen muss, welche Projekte kann man einreichen, wo gibt es wieder neue Ausschreibungen, was wird dann bewilligt. Und also insofern ist das teilweise schon sehr, steht es auf wackeligen Beinen. Und also durch diese vielen Projekte, die wir haben in unserer Einrichtung, schaffen wir es schon, dass wir die Fluktuation bei den Mitarbeiterinnen auch gering halten. Aber in der Projektlogik ist es eigentlich vorgesehen, dass mit Projektende auch dann die Mitarbeiterinnen wieder gehen und man dann mit dem nächsten Projekt eigentlich wieder neue Mitarbeiterinnen anstellen. Das versuchen wir wirklich weitgehend zu vermeiden. So das möglich ist halt. Ja. Danke. Verena Sperg, möchtest du das ergänzen oder passt das so? Ja, ich denke, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue. Danke, ja. Danke. Also eben Schwierigkeit, ihr habt versucht, Strategien zu finden, damit umzugehen, die aber wieder natürlich sehr viel Stress für bestimmte Personen in eurer Organisation betrifft. So vermute ich das, ja. Katharina Hagenhofer jetzt und dann anschließend Lisa Genslocker, bitte. Haltet euch bitte kurz. Dankeschön. Bei uns ist natürlich insgesamt kein sehr anderes Bild. Es ist sehr deutlich, dass Frauenbildungsarbeit weiter auch ausgehungert wird. Also wir haben eine Förderung vom Frauenministerium, die allerdings generell jetzt eher im niedrigeren Bereich ist und seit Schwarz-Blau 2 auch nur noch die Hälfte beträgt von davor, was es davor jahrelang war. Auch die Landesstellen haben sehr wenig Budget für unsere Projekte, unsere Anliegen und wir sehen auch, dass der Fokus sehr stark eben in bestimmte Richtungen geht von den Geldern, die es gibt, also Stichwort Frauen in die Technik. Mit dem dazugehörenden Diskurs, dass es quasi an den Frauen selber liegt, dass sie die falschen Interessen hätten. Was bei uns in der ÖBV auch sehr wichtig ist, ist, dass natürlich sehr viel, und es ist ja auch Teil des Ansatzes, aber es ergibt sich natürlich dann auch umso mehr aus dieser Prekarität heraus, dass sehr viel durchaus von der ehrenamtlichen Arbeit von den Bäuerinnen halt passiert, was wir einfach mit unseren Stunden im Büro nicht abdecken können. Das ist natürlich einerseits Teil des Konzepts, andererseits kein Idealzustand. Und was ich tatsächlich als einen, also weil es auch die Lisa Genslocker schon angesprochen hat, so es geht halt um die feministische Bildungsarbeit, oder? Und die betrifft alle und es müssen auch alle dafür sensibilisiert werden. Ich finde, dass es durchaus auch mehr an den Männern sein könnte, da auch die Frauenbildungsarbeit, also Männer, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, die an wichtigen Positionen sitzen, Frauenbildungsarbeit mehr zu fördern oder sich mehr dafür einzusetzen. So viel in aller Kürze von mir. Danke. Danke, schon quasi eine Forderung deinem Raum oder ein Begehren nach was, ja. Lisa Genslocker, bitte. Man hört dich nicht, oder gleich, ja. Also in unserem Fall ist es eben so, wie du schon das angesprochen hast, also vieles von dem, was wir tun, das geht nur aufgrund von ehrenamtlichem Engagement.
Und eben, wir sind so eine Organisation, also wir haben ja eigentlich mehrere Standbeine und so diese Familienberatung und die Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen, also die haben es nur ein Stück weit leichter, sie zu finanzieren, weil eben Beratungsangebote einfach besser gefördert werden wie Bildungsarbeit. Aber in diesem Bildungsbereich, also da haben wir einfach so wenig Ressourcen, wir haben eine einzige Stelle für diesen gesamten Bildungsbereich und die beträgt 10 Wochenstunden und das ist meine. Und eben, aber eben, wir haben sehr viel Programm. Wir machen ein Bildungsprogramm. Eben, wir geben vierteljährlich eine Zeitschrift heraus. Eben, also wir betreiben eine öffentliche Frauenbibliothek mit Öffnungszeiten, wo es eine Leserinnenbetreuung braucht, die Arbeit an der Bibliothek und so weiter. Also eben, wir sind zu klein, um auch große Anträge zu schreiben. Also zum Beispiel ein EU-Projektantrag, das würde bei uns nicht gehen. Wir müssten sagen, okay, dann stellen wir alle Bereiche ein für eine gewisse Zeit und mobilisieren alle Energien, um zum Beispiel einen EU-Projektantrag zu schreiben. Und grundsätzlich ist unsere Situation einfach so, wir sind sozusagen, wir erhalten zu wenig, um sozusagen die Organisation um mit der Organisation gut zu überleben, aber wir erhalten auch zu viel, um sie sterben zu lassen. Und das ist irgendwie so dieses Mittelding, wo man so einen Weg finden muss. Und wir haben da eigentlich, glaube ich, so für den Umgang von uns, wie wir damit tun, glaube ich, gibt es zwei Dinge, die da ganz wichtig sind. Also wir bemühen uns schon immer sehr zu sehen, was wir machen. Weil man kann jetzt über prekäre Beschäftigungsverhältnisse, also an diesen Verhältnissen verzweifeln, an der Planungsunsicherheit und so weiter. Man kann sich denken, nichts ist realisierbar. Und irgendwie versuchen wir uns immer bewusst herzuholen, was doch alles geht. Ich meine, wir haben eine super tolle Ausstellung gemacht, Feminismus Lode, die es zurzeit hat in Amstetten, einer sehr großen Schule. Also die wandert auch an Schulen und Bildungshäuser und Jugendzentren und so. Die haben wir mit einem Budget gemacht, das traue ich mir da gar nicht aussprechen. Aber ich weiß, dass niemand auf der Welt eine Ausstellung mit so einem Budget anfängt. Und wir haben sie gemacht und wir haben sie sozusagen finalisiert und sie ist gut geworden und sie ist seit 3 Jahren eine Wanderausstellung. Und sie das herzuholen, dass man was ganz Unmögliches auch auf den Weg bringen kann, das finde ich da sehr wichtig, um nicht an die Verhältnisse zu verzweifeln. Und das Zweite, was für uns ganz wichtig ist, dass wir einfach kämpfen. Also wir lassen uns nicht bescheiden mit diesen Verhältnissen. Also ihr kennt ja alle diesen Satz, das Budget ist in Politik, ist sozusagen die Politik in Zahlen gegossen. Und eben, also egal, auf welcher Ebene, also in diesen vielen, vielen Jahrzehnten unserer Vereinsgeschichte, wir sind immer von politischen Mehrheitsverhältnissen abhängig. Einmal ist es die Gemeindeebene, einmal ist es die Landesebene, einmal ist es die Bundesebene und alle paar Jahre sozusagen kämpfen wir wieder um lächerliche 2000 Euro, die uns jetzt noch weggekürzt haben, weil 2000 Euro, die können in unserem Fall bedeuten, können wir die Miete für die öffentliche Frauenbibliothek noch bezahlen oder nicht. Und da finde ich sehr wichtig, sie das bewusst herzuholen, dass das auch ein System hat und sie ja damit nicht zu bescheiden mit diesen Verhältnissen und auf allen politischen Ebenen, wo es halt dann angesagt ist, zu kämpfen. Und da möchte ich nur so einen Gedanken für so zukünftige Perspektiven da noch einflechten, weil was ich schon sehr wichtig finde, also wie können wir was verändern an dieser Situation? Also ich glaube, wir wissen alle, was wir leisten. Und wir wissen, was wir bewirken könnten, wenn wir mehr Ressourcen hätten. Und ich glaube, damit wir dazu diese mehr Ressourcen kommen, die politischen Mehrheitsverhältnisse sind so, wie sie sind. Wir werden uns daran die Zähne ausbeißen unter Umständen. Aber ich glaube, wir können probieren, was sozusagen perspektivisch in Richtung Bündnisse zu verbreitern. Und ich finde da ein ganz schönes Beispiel ist irgendwie dieses Manifest für kritische Erwachsenenbildung. Und eben, also das war einmal eine sozusagen ein Ergebnis von der Tagung, The Dark Side of Adult Education. Das ist auch auf der Webseite von kritischer Erwachsenenbildung. Und eben, und da waren speziell die Birgit Krondorf und ich und andere auch dran beteiligt, bei dieser Tagung auf diese Situation aufmerksam zu machen. Und der Punkt 10 in diesem Manifest, diese solidarische Erklärung von sehr vielen Organisationen und Personen in der Erwachsenenbildung, dass man das nicht zulassen darf, dass die feministischen Organisationen, damals war es unter Schwarz-Blau, schon wieder gekürzt werden.
also diese Solidarität sozusagen einzufordern, also von ganz unterschiedlichen Organisationen und gerade von den großen Dachverbänden. Das wäre total wichtig und da müssen wir natürlich mehr Energie in das investieren, aber ich finde das als zukünftige Perspektive sehr zentral, dass wir in die Richtung auch mehr überlegen. Lisa, danke. Du hast die Perspektiven angesprochen, eben Bündnisse, wichtig, Kollaboration war heute schon Thema sozusagen, ja, und eben immer wieder auch herholen, also was ist trotz aller Unmöglichkeit möglich, ja, so. Ich übergebe damit fliegend an Simone Müller, bedanke mich ganz herzlich bei euch Vieren für die leidenschaftliche Porträtierung eurer Organisationen und das Darstellen, was ihr so tut und mit welchen Interessen anlegen. Danke. Ja, auch ich darf mich bedanken für diese äußerst spannende Diskussion. Und danke, Heidi, dass du so gut auf die Zeit geschaut hast. Ich werde jetzt nur mal ganz kurz abrunden, nur mal die allerwichtigsten Schlaglichter herausgreifen und dann noch zwei organisatorische Hinweise machen. Also, Frauenbildungsarbeit ist nicht obsolet, man braucht sie weiterhin. Es ist der gesellschaftlichen Situation geschuldet, es ist den Verhältnissen geschuldet, die nach wie vor Frauenbildung erfordern. Die Doppel- und Dreifachbenachteiligungen, die Doppelt- und Dreifachunsichtbarkeiten, die intersektionalen Problemlagen. Es braucht einfach diesen gesamten Blick, den ganzheitlichen Blick auf die Lebenssituation von Frauen, der sich dann eben auch in den Bildungsangeboten widerspiegeln muss. Es ist darauf hingewiesen worden, es gibt schon sehr viele Errungenschaften und mindestens genauso viel, wenn nicht mehr, gibt es noch zu tun. Es gibt viele unerledigte Anliegen, aber der Hintergrund und warum man weitermachen sollte, ist sozusagen erstens, was Lisa Gensluckner gerade schon gesagt hat, es geht dann doch viel mehr, als man glaubt und dieser Glaube daran, dass Bildung etwas ist, was die Gesellschaft auch wirklich verändern kann und was schlussendlich auch die Geschlechterverhältnisse ändern kann. Frauen haben eben andere Lebensrealitäten. Corona hat es jetzt noch einmal ganz stark gezeigt. Wichtig ist dabei, das ist auch, glaube ich, ganz stark hervorgekommen, es handelt sich da nicht um individuelle Probleme, es handelt sich nicht um individuelles Versagen, sondern es handelt sich einfach um Ergebnisse von Machtverhältnissen, in die eben Situationen von Frauen und Frauen dort eingebunden sind. Wir haben ganz viel erfahren über die emanzipatorische Frauenbildung in der Praxis bei den Einrichtungen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt war, von der Bildung in das politische Handeln zu kommen, konkrete gesellschaftliche Problemlagen anzuschauen, sich zu organisieren und im eigenen Leben dann auch die Veränderung bewirken zu können, aber eben auch politische Forderungen zu stellen und so die gesellschaftlichen Verhältnisse auch ins Wanken zu bringen. Und die Bildungsarbeit für Frauen, habe ich mir noch herausgeschrieben, geht nicht ohne kritische Selbstreflexion, denn auch die Bildungsarbeiterinnen sind auch involviert in diese Machtverhältnisse und zum Teil in einer privilegierteren Situation. Und schlussendlich, es muss weiter gekämpft werden, es braucht weiter Bündnisse. Und es ist sicherlich ein Thema, das heute nicht abgeschlossen ist, das uns immer wieder beschäftigen wird und uns noch weiter beschäftigen muss. Und ich glaube, das war es jetzt nochmal in aller Kürze rekapituliert, was so in dieser letzten Stunde noch diskutiert wurde. Zum Abschluss teile ich noch die allerletzte Folie mit Ihnen, wo sich einfach noch Hinweise darauf finden, über die, wenn ich sie finde, die Folie. So, da ist sie schon. Da finden sich noch die Hinweise zum Abschluss. Nämlich, wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann gehen Sie bitte zu diesem Link, den Sie hier auf der Folie sehen, oder meine Kollegin wird diesen Link auch in den Chat posten. Dort ist eine Mini-Umfrage, da wo Sie Ihren richtigen Namen eingeben und Sie bekommen dann eine Teilnahmebestätigung zugesendet. Und bitte füllen Sie auch unsere Feedback-Umfrage aus, da sehen Sie auch den Link auf der Folie, genauso wie im Chat ist der Link auch, damit wir einfach für zukünftige Formate und zukünftige Webtalks weiterlernen können. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr über, außer mich zu bedanken für die rege Teilnahme, für Ihr Kommen und noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Diskutantinnen. Danke, dass ihr da wart und noch einen schönen Abend. Musik